Neues Flugunternehmen der Regierung. Armquist soll neues, modernes, vom Militär kontrolliertes Flugunternehmen enthüllen. Okay. Bin nicht so gut im Vorlesen, ich hoffe, das stört nicht. Es ist an der Zeit, ihre Streitkräfte auszuschalten. Ich will, dass du ihren Hauptsitz infiltrierst und rausfindest, was ihre Kriegsherren planen. Keine Sorge, Pox. Ich habe mit dem letzten Angriff alle der schlauen Affen ausgelöscht. Jetzt sind nur noch ein paar grobe Alpha-Menschen übrig, die nicht den geringsten Schimmer von intergalaktischer Kriegsführung haben. Ich bitte dich, jeder Planet ohne orbitale Ionenkanonen bettelt ja quasi um Eroberung. Die menschliche Kriegsführung ist überraschend primitiv. Aber genau das macht mir Sorgen. Sie sind gerade weit genug, um sich jederzeit alle in die Luft zu jagen. Und wenn sie das tun, dann verpufft jede Hoffnung auf eine Erneuerung unserer genetischen Zukunft in einem Atompilz. Das wäre zugegeben ätzend. Okay. Jetzt geht's los, die Air Force Basis. Und ein paar Affenhirne scannen. Und versuch dabei, diesmal nicht entdeckt zu werden. Wir können keine weiteren Komplikationen gebrauchen. Und du weißt ja, wie nervös diese Kreaturen sein können. Hey! Hast du nicht umsonst mich geschickt? Versuch wenigstens nicht alle umzubringen. Du bist tot, Kleiner! Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Ja, das lief nicht so wie geplant. Man kann da halt nicht rüberspringen, wenn man ein Mensch ist. Das ist ein bisschen anstrengend. Keine Sorge, Pox. Ich habe mit dem letzten Angriff alle der schlauen Affen ausgelöscht. Jetzt sind nur noch ein paar grobe Alpha-Menschen übrig, die nicht den geringsten Schimmer von intergalaktischer Kriegsführung haben. Ich bitte dich, jeder Planet ohne orbitale Ionenkanonen bettelt ja quasi um Eroberung. Die menschliche Kriegsführung ist überraschend primitiv. Aber genau das macht mir Sorgen. Sie sind gerade weit genug, um sich jederzeit alle in die Luft zu jagen. Und wenn sie das tun, dann verpufft jede Hoffnung auf eine Erneuerung unserer genetischen Zukunft in einem Atompilz. Das wäre zugegeben ätzend. Okay. Ich werde die Basis auskundschaften und ein paar Affenhirne scannen. Und versuch dabei, diesmal nicht entdeckt zu werden. Wir können keine weiteren Komplikationen gebrauchen. Und du weißt ja, wie nervös diese Kreaturen sein können. Hey, du hast ja nicht umsonst mich geschickt. Guter Hinweis. Ich versuch wenigstens nicht alle umzubringen. Pass bloß auf! Aha. Obwohl jemand bemerkt hat, dass ich mich von der Truppe abgesetzt habe? Ja, man könnte auch einfach den Eingang benutzen, ne? Und dann die Offiziere. Oh, Professor, ich hatte gehofft, Sie zu treffen, bevor Sie zum Zweifel zurückkehren. Ja, Herr General, was kann ich tun? Können Sie mir sagen, wann der X-13? General. Der neue X-13-Kampfjet hat ordentlich Feuerkraft. Er feuert Raketen ab, hat einen Laser an Bord. Und um genau 5 Uhr nachmittags fängt er mit Cocktailmixen an. Diese neue menschliche Waffe könnte eine Bedrohung für uns darstellen. Skelle mehr Menschen. Feldwebel Smith kriegt auf der anderen Seite der Mauer so richtig eine Standpauke. Schon wieder. Diese Dinnerparty. Ich hätte jetzt schon ein Büro im Hauptgebäude direkt neben Hicks, wenn Dottie nicht Armquists Braten verkurkelt hätte. Wenn ich eine Taube wäre, könnte ich mithören, was die Typen in den schicken Anzügen mit dem General zu besprechen haben. Und niemand auf dem Dach würde etwas davon mitkriegen. Ja, das wäre bestimmt spannend. Major Ford wählte immer zufällig das Südtor im Schatten aus. Kann er nicht einmal Mitleid haben? Wir sind hier in der verdammten Wüste. Verdammter Ausbilder, der mich aus der Eliteeinheit geworfen hat.
Jetzt habe ich Ketten, Rauchen und Kaffee werden Hicks vor seinem Treffen mit Armquist im Hauptgebäude die Nerven stärken. Der oberste Kriegsherr wird bald aus diesem Gebäude kommen. Ich habe ermittelt, dass du am besten von einem hohen Aussichtspunkt aus einen Blick auf ihn werfen solltest. Ja, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Okay, ich habe nichts gesagt. So geht's natürlich auch. Man muss ja nicht hochfliegen. Noch nicht bereit? Der X-13 hat in den Tests einwandfrei funktioniert. Es gab ein paar Hänger. So. Hänger? Armquist ist auf dem Weg hierher, um das Ding fliegen zu sehen. Wollen Sie sagen, es fliegt nicht? Ja, Sir. Rückschläge. Leichte. Ich zeig euch, was ein Rückschlag ist. Ich werde eure ganze verdammte Abteilung verklagen. Wegen Unfähigkeit. Sparen Sie sich das. Warum zeigen Sie Ihren Gästen stattdessen nicht die Atomwaffe? Ich habe nicht 40 Millionen Dollar bezahlt, nur um einen weiteren Atomtest zu sehen. Ich habe dafür bezahlt, das beste jemals gebaute Kampfflugzeug zu sehen. Ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt persönlich zum Sektor 13 und finde raus, was da los ist. General. Tun Sie das nicht. Sie müssen nicht zum Sektor 13 gehen. Der Flugtest wird ganz wie geplant stattfinden. Was? Gerade eben haben Sie doch gesagt, dass der X-13 nicht fliegen würde. Ich habe gesagt, er wäre noch nicht so weit. Aber das wird er sein. Ihre Vorstellung wird wie geplant laufen. Vertrauen Sie uns. Wir sind die Regierung. Wir sind die Regierung. Vertrauen Sie uns. Es wird gut laufen. Crypto, es ist an der Zeit, dass wir uns dem höchsten Kriegstreiber auf der Basis widmen. Finde und durchsuche den Geist des Menschen namens General Hicks. Ohne diese Wissenschaftler wird der Prototyp nicht funktionieren. Ich habe ihre Positionen auf deinem Radar markiert. Wir müssen sie ausschalten, aber unauffällig. Versuche bitte, Aufmerksamkeit zu meiden. Ich bin nicht gerade für subtiles Vorgehen bekannt, Box. Ohne diese Eierköpfe können wir den X-13-Prototypen nie fertigstellen. Wir müssen sie nur noch ein bisschen länger von all den Gefahrenquellen fernhalten. Geduld ist am Ende. Hoppala. Was für ein schräger Unfall. Aber passiert, ne? Das hier ist nicht wie der Zweite Weltkrieg. Oh, la, la, la. Audie Murphy ist ein Weichei. John Wayne hingegen, das ist ein echter Mann. Minenfeld. So. Pass auf, wo du langläufst. Mach mich nicht dumm an, sonst kommst du ins Loch. Ich will wie Sergeant York sein. Oder Gomer Pyle. Pass bloß auf. Pass doch auf! Willkommen auf dem Planeten! Oh Mann. Es ist nicht der Motor. Auf geht's! Ach shit. Zeig's mir, Baby! Das lief leider nicht so. Ein Kleiner! Auf der Außenseite! Auf der Stirn, Kleiner! Auf der Stirn, Cowboy! Bleib stehen, du fast! Bettle um dein Leben, du Scheißer! Du er ist da lang gelaufen! Da rechts. Du bist am Ende. Ich hab Angst. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Das lief leider nicht ganz so wie geplant, aber egal. Sind ja nur optionale Quests. Das sieht aus wie ein Minenfeld. Ein? Das ist doch das, was ihr Jungs esst, oder? Mein Kopf sagt Clift,
aber mein Körper sagt Brando. Monty weiß einfach nicht, was sie tun. Und wird in Panik an der Endstation Sehnsucht am Roten Fluss landen. Zehn Locken, wie waren das nochmal? Zehn. Danke. Mann, hasse ich dieses Marschieren. Diese Stiefel sind das Letzte. Da rennt mein Mate einfach mal volle Kanne von selbst da rein. Bin begeistert. Okay, wie kann ich den anlocken, dass er mir kommt? Ich sollte zurück in den Westhangar. Aber ich würde nicht mal in der Nähe der Kisten voller Minen entlang. Zuschauen, das ist ein Unglückstag. Hervorragend. Oh, oh. Und jetzt dreh dich um und geh ganz langsam weg. So, als würdest du die Hitze gar nicht spüren. Bin schon dabei, Boss. Oh Mann, gut einfach. Der Typ ist direkt auf eine von den Minen getreten. Bin nur froh, dass das nicht mir passiert ist. Das war schon das vierte Mal diese Woche. Das vierte Mal? Ich hätte doch zur Nationalgarde von Texas gehen sollen. Das wäre eine entspannte Dienstzeit. Oh Leute, räumt doch einfach mal die Minen weg. Lock den Feind an, mach etwas Krach. Und wenn sie nahe genug sind, vernichte sie alle. Armquist ist mein Held. Bisschen Krach machen? Ja, das ist gut. Panzer. Ist er einfach weggefahren oder was? Ja, scheinbar. Na gut, dann nicht. Ich hab den Flieger. Du kleiner Freak, hör so. Der Weg zum Flughafen sollte frei sein, aber meine liebe Menschen in sehr dunklen Panzern. Du bist tot, Kleiner! Jetzt bist du dran, Kleiner! Ich hab ganze Dörfer in Korea niedergebracht. Waffe fallen lassen! Aufhören! Kannst du doch was? Du kleiner Freak, hör so! Ein Kleinschwächiger! Nein! Ein Außerirdischer! Angriff die Knie, Cowboy! Lauf ja schon! Nächster Tagesordnungspunkt: die menschlichen Kriegstreiber aufhalten. Ein bisschen Verwirrung sollte genau das Richtige sein. Finde als erstes diesen neuen X-13, den diese 10 Soldaten bauen. Noch mehr rumschleichen? Komm schon, Boss. Ich sagte Sabotage. Los jetzt! Und vernichte alle Menschen in dem Hangar. Und zerstöre auch ihre Werkzeuge und Aufzeichnungen. Und lass den X-13 heile. Sorg einfach dafür, dass er nirgendwo hinwegfliegt. Das ist endlich mal eine Ansage. Der X-13-Prototyp. Mein Baby ist beinahe fertig. Explosionen, ich meine Kompositionen.
hier so gut. Okay. Mit E für Sabotage. Genau, jetzt kommt er vorbei und jetzt funktioniert gar nichts mehr, ne? Man sieht einfach alles. Ist es auch, ist ja ein Remake von einem älteren Teil. Hat er gesagt, remastered? Gute Nachricht. Gab's ja damals auf der PlayStation 2. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Es gab einen Vorfall. Kleines Wort für ein großes Problem. Jemand ist an den Wachen vorbei, hat den Hangar 12 alles zerstört. Unser grauer Besucher? Sieht so aus. Ach, jetzt bin ich grau. Was auch heißt, dass sie es nicht fangen konnten. Yep. Es war sehr knapp. Ja. Du bist immer daneben, Agent. Fangen Sie es, sobald es einen Fuß in die Basis setzt. Und sagen Sie Armquist nichts. Wir brauchen keine weitere Hilfe vom Militär. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie es haben. Wie Sie wünschen. Keine Hilfe mehr vom Militär, schade. Wissenschaftler verdampft. Treibstoffexperiment aus zwei Teilen Cäsium, ein Teil Plutonium, Quarz und einer Flasche Wasser gerät dramatisch außer Kontrolle. Daran wird's gelegen haben. Ganz bestimmt. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Das ist auch sehr cool. Nehmen wir. Ich will mal Armageddon da machen. Da. Ist da durch. Armageddon, entziehe den markierten Zielen Energie um mehr, bla, okay. Dieses Autokino ist eine Brutstätte für stark zensierte Lust und Kriminalität. Vernichte es! Perfekt! Respektiert die Polizei. Zeit verschwendet. Oh, das
verschwendet. Gut geschossen, Crypto. Natürlich. Ist das Spaß, muss das sein? Dir läuft die Zeit davon! Gut geschossen, Crypto! Ich habe wieder nur mit 2 Sterne. Na. Schöne Vorstellung! Schade. Ich schätze, von der Zensurstelle können wir noch 1 oder 2 Dinge lernen. Oh, nicht schon wieder eine. Ah, reicht. Ach. Mit das ist mein Hilfe! Du hast das Recht zu schweigen. Kleine grüne Männchen. Das von hier aus auch annehmen? Natürlich nicht. Nee, dann. Ich möchte da jetzt nicht nochmal hinlaufen. Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig persönlicheres? Ich kann trotzdem mal gucken, was hab ich hier. Achtung. Dann. Hier, was dann noch kommen wird. Duck and Cover.